Hellas und willkommen zurück im PBM 172. Ich bin der griechische Captain. Wir sind in Runde 76. Runde 76 steht ganz im Sinne von den Ereignissen, die wir hier haben. Zum einen haben wir genügend Glauben, dass wir etwas bauen können. Also wir können Missionar ausbilden, wir können eine Pagode bauen. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen die plus 15 Glauben weiter beibehalten, um dann möglichst schnell auf die 201 zu kommen und den großen Propheten zu kriegen. Dementsprechend hat es sich schon voll gelohnt, hier unten den Sinai-Berg zu nehmen. Der ist die halbe Miete von meinem Glauben. Und mit 15 Glauben bin ich da extrem schnell bei den 201. Wenn ich danach dann ein paar Pagoden noch baue, dann sollte ich hier auch in Sachen Zufriedenheit, Kultur und Glauben noch weiter abgehen. Eine Pagode, zwei, drei Pagoden mindestens kann ich dann bauen. Die restlichen kann ich hier erst bauen, wenn ich sie annektiert habe. Das werden wir dann sehen, ob wir das machen. Je nachdem. Also ich denke mal, müssen wir mal schauen, was wir hier so annektieren wollen. Je nachdem, wie gut die Städte schon ausgebaut sind. Ja, bevölkerungsmäßig, Jerusalem ist jetzt endlich auf 5 gewachsen, hat damit natürlich ein weiteres Feld hier belegt, und zwar nimmt es jetzt sich den Steinfeldern an, und nächste Runde wird hoffentlich noch das, dann bei Bevölkerung 6 wird hoffentlich dann noch das Steinfeld hier hinten dazukommen. Kultur plus 1 ist auch gut, dann gibt es endlich hier oben auch mal das Weide, die Weide wird mal eingemeindet. Und alles hier ist immer noch kaputt, weil ich immer noch nicht, bis auf das Silber, weil ich immer noch nicht dazu gekommen bin, hier irgendwie was zu reparieren mit dem Bautrupp. Bautrupp sind Mangelware. Ich sollte eigentlich mal sehen, dass nach der nächsten Sozialpolitik und dem genügend Glauben, dem genügend Zufriedenheit, die ich habe, vielleicht auch nochmal die ein oder andere Stadt hier mal annektieren sollte, damit ich hier ein bisschen auch anfangen kann auszubauen. Wahrscheinlich Jerusalem, weil Jerusalem bestimmt am besten ausgebaut ist und hat auch eine Bibliothek. Das ist gut, dann kann ich nämlich auch annektieren. Hat die wichtigsten Sachen drin, Kornspeicher, Zirkus, Stallungen sogar, und ist damit eigentlich der Kandidat zum Annektieren. Guildford eher nicht, ist halt noch relativ klein, hat zwar dann auch einen Zirkus, aber ansonsten hat Guildford gar nichts hier. Die müssen erstmal normale Produktion, normal hier was leisten. Ja. Und es gibt noch ein Barbarenlager, weil ich ja letzte Runde eins gekillt habe, ist ein neues aufgetaucht. Und es ist hier im Rücken von Attilas Hof aufgetaucht. Ja, werden hier also auch noch Barbarenströme in Richtung Attilas Hof gehen und hier vielleicht das und das auch noch vernichten oder je nachdem. Auf jeden Fall spannend, dieses Lager, was mitten im Rückraum von, ja, von dem Kualadin ist, der ja inzwischen auch gut bildern kann. Schauen wir unsere anderen Bautrupps hier mal an. Also hier bauen wir mal eine Mine. Ja, nicht wegdrehen. Eine Mine soll da gebaut werden, damit hier endlich mal 3 Produktion kommt. Der hier kann den Wald abholzen. Oh, gibt nur 4 Produktion. Das ist übel. Aber immerhin 4. Gut, was machen wir ansonsten noch? Wir gehen in den Norden hier. Einmal mit unserem Hopliden habe ich jetzt dem Kualadin zugesagt, hier bei dem zu helfen. Ja, das machen wir auch. Wir schicken die Einheit dahin. Und dann kann er da links, rechts da auch was machen. Die Einheit kann nicht mehr weiter Generalsbonis holen. Okay. Erfahrungspunkte holen. Die Frage ist, kriege ich damit Generäle, wenn ich dann trotzdem damit angreife? 279 habe ich hier. Können wir noch gleich mal ausprobieren. 279, großer General. Schauen wir hier drüben hin. Bei Kabul, ja, wir wollen mal angreifen. Der soll den da angreifen. Okay. Und der hat ja, ist ja schon voll ausgestattet. 279 stand beim General. Und jetzt ziehen wir die Einheit so und so, damit wir noch einen Flankenbonus geben. Und einen Einheitenbonus. Gibt nämlich gleich plus 25%. Ja, ist immer noch nicht gut genug, um ihn wegzukriegen. Aber zumindest anzuschlagen. Gut, und eigentlich hätte der jetzt 5 Punkte gekriegt. Lassen wir dort mal gerade verschanzt. 5 Erfahrungspunkte. Was sagt der General? 279. Also,
An Barbaren leveln sollte man schon nur die, die sich auch entsprechend noch Erfahrungspunkte erkaufen können. Also, sonst gibt es nicht so viele Generäle. Ja, was haben wir hier? Ein bisschen was zum Wegmetzeln. Einmal zack und einmal zack. Und damit ist wieder einer weg. Und hui, wir sind jetzt Freund bei Samarkand. 40. Runtergehend mit 0,62. Das ist wirklich sehr schön, dass das ganz langsam runtergeht. Einer der Vorteile von Griechenland. Die Stadtstaaten, die gehen ganz langsam nur runter. Wenn ich die nämlich einmal habe, hier Samarkand und Kabul und vielleicht auch Quebec, je nachdem, wie das vielleicht mal gehört, dann, ich sag mal, dann geht das wunderbar ab und der Stadtstaat, der wird sicherlich die meiste Zeit dann mir gehören. Bogenschütze einmal hier quer rüber, damit wir ihn in Richtung Hauptstadt bewegen können. Der Hoplit geht auch in Richtung Hauptstadt. So, da kann er nämlich dann stehen bleiben. Und eine Begleitkavallerie geht 1, 2, 3. Und da bleibt sie stehen erstmal. Und wird hier für Kultur und Zufriedenheit sorgen. 21 Kultur schon pro Runde. Und mit ein paar Tötungen nächste Runde dann hier. Und vielleicht gibt es da nochmal was irgendwie dann daneben oder da drüben. Wird das richtig gut werden. Und oh ja, das Monument wird fertig. Das Monument wird auch fertig. Und in Korinth wird auch ein Monument gebaut danach. Und damit haben wir Monumente dann überall eigentlich. Und können sogar überlegen, Sozialpolitiken in Richtung... nach der Erkundung in Richtung Tradition weiterzumachen. Oligarchie, Legalismus und die zwei hier mit Großgrundbesitzer und Monarchie. Mal überlegen. Vielleicht aber auch Unabhängigkeit gibt halt auch plus 1 Kultur und den Hämmerbonus hier, plus 1 Produktion pro Stadt, den es auch bei Marionetten gibt. Ja? Plus 5% bei Gebäuden, die auch für Marionetten gut sind. Ja, muss man mal überlegen. Konstruktionsrate wäre natürlich auch genial. Hier nochmal 25%, aber naja, wir werden sehen, wie sehr wir uns jetzt noch darauf verlassen. Ja, wir gucken auf die Demografie, stellen fest, 52 Produktion, erster, 32 Gold, erster, 60.000 Soldaten, erster und nun schon vierter bei der Zustimmung dank des Stadtstaats. Ui, Alphabetisierung, anderer Kontinent, höchstwahrscheinlich der große Mambo-Kurt drüben, ist erster. Liegt halt daran, wir haben lange Optik, wir haben lange an Theologie geforscht und ich vermute mal, er hat dann hier alles, das hier 1, 2, 3, 4, nein, diese hier hat er vielleicht, irgendwie hat er hier, muss er hier was mehr haben. 1, 2, 3, und das vielleicht nicht, naja, irgendwie so, auf jeden Fall. Muss er kleinere Techs haben. Ja, das war's und ich sag mal, damit gebe ich wieder ab und wir sehen uns in Runde 77. Hellas!